Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie man eine coole Menüanimation erstellen kann, und zwar nur mit HTML und CSS. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Auf der linken Seite habe ich die Browser-Resultate und auf der rechten Seite seht ihr meinen Code-Editor. Und wie ihr sehen könnt, hier habe ich nichts anderes als das ganz normale HTML-Grundgerüst. Und hier kann ich dann gleich mal anfangen, den Navigationsbereich zu erstellen. Und da verwende ich jetzt einfach mal den Nav-Befehl und hier setze ich mal ein paar Links ein. Ja, und wie ihr sehen könnt, hier oben seht ihr dann direkt das Resultat. Und jetzt, nachdem wir das den HTML-Bereich gemacht haben, kann ich eigentlich direkt mal anfangen mit dem Styling, also mit dem CSS-Bereich. Und wie immer, ich muss hier also Padding und Margin gleich 0 setzen, damit hier wirklich der Abstand sauber ist. Mache ich eigentlich ja jedes Mal. Und dann habe ich hier noch Box Sizing, Border Box drin. Und ja, dann hätten wir mal das Erste. Als nächstes gebe ich ihm eine Hintergrundfarbe, also Body Background Color. Und dann habe ich mir hier mal eine Farbe ausgesucht, 0A, 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 also eine sehr, sehr dunkle Farbe. Und dann kann ich als nächstes die Navigation mal zentrieren. Also mache ich einfach hier wieder Nav rein und dann zentriere ich das Ganze jetzt einfach mal mit Height 100VH, Width 100VH, dann habe ich hier Min Width von sagen wir 600 Pixel, Display Flex, Align Item Center. Und jetzt mache ich noch hier ein Margin Auto rein und dann setze ich ihm noch ein Justify Content Space Around. Wenn ihr das Ganze genau anschaut, dann seht ihr, hier ist ein Menüpunkt, hier, hier, hier und hier. Also es ist sehr breit auseinander gefächert. Ja, und dann mache ich doch gleich mal die Farbe rein, also A. Und dann mache ich hier einfach mal Color rein. Und ja, da habe ich mir jetzt einfach mal wieder eine Farbe ausgesucht. A0, A0, A0. Jetzt seht ihr es. Dann mache ich ihn noch ein bisschen größer. Font Size 25 Pixel, damit man das Ganze ja wirklich schön sieht. Dann muss ich natürlich hier oben noch Position relativ setzen. Dann habe ich hier noch die Font Decoration, setze ich auf None. Die nehmen wir ja nachher speziell wieder rein. Und dann kann ich hier noch ein bisschen Platz machen, indem ich einfach mal mit Letter Spacing arbeite. Mache ich jetzt einfach mal 5 Pixel. Und jetzt seht ihr, sind die Buchstaben noch ein bisschen auseinandergerutscht. Ja, und jetzt setze ich also einen neuen Unterstrich hin, nicht mehr diesen automatischen, den ich ja mit Text Decoration genommen habe oder entfernt habe. Jetzt mache ich was anderes, und zwar mache ich jetzt mit A und dann arbeite ich mit After, mit diesem Pseudo-Element. Da muss ich natürlich wie immer Content machen in diesen zwei Gänsefüßen. Hier arbeiten wir ja dann nämlich, und dann habe ich einfach mal hier Position absolut drin. Und dann werde ich ihm jetzt einfach mal ein Background Color geben von EDB059. Da passiert jetzt noch gar nichts, wie man sehen kann. Aber ich gebe ihm jetzt noch eine Größe von sagen wir 10 Pixel, damit man das mal sehen kann. Da muss ich natürlich noch die Breite definieren und da mache ich jetzt einfach mal 100%. Und jetzt seht ihr, der Strich ist da, aber er ist ein bisschen verschoben, ein bisschen an einen komischen Ort positioniert. Also mache ich jetzt mit Left 0.
dann wird er nämlich schön an Anfang vom Wort positioniert oder transformiert. Und jetzt kann ich ihn eigentlich positionieren, so wie ich ihn gerne möchte. Und ich mache jetzt einfach mal mit Bottom, arbeite ich jetzt mal und gehe mal 10 Pixel nach unten. Also ihr seht, jetzt ist er einfach wirklich ganz einfach unten sichtbar. Und ja, jetzt können wir eigentlich noch den Hover-Effekt definieren und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir dieses Pseudo-Element ebenfalls noch drin behalten. Also hier setzt es dann aHover.after und jetzt setze ich einfach mal hier ein Width ein von 100%. Jetzt passiert aber nichts, weil wir haben ja dann von Anfang an hier schon das Ganze mit Width von 100% gearbeitet. Das reduziere ich jetzt auf 0 und wenn ich jetzt mit der Maus drüber gehe, dann ploppt es sofort auf. Also so könnt ihr eigentlich jeden Unterstrich selber definieren, so wie ihr das gerne haben möchtet. Also wenn ihr das gerne unten haben möchtet oder vielleicht noch ein bisschen größer, könnt ihr das natürlich auch machen. Denkt einfach daran, ja, dann sieht man ja gar nichts mehr, weil er ist ja nur 10 Pixel nach unten. Wenn ich ihn so groß gemacht habe, muss ich hier auch ein bisschen weiter nach unten. Also das ist auch noch ein bisschen, machen wir 60 Pixel. Also jetzt ist es wirklich sehr, sehr groß. Jetzt möchte ich vielleicht nicht, dass das Ganze so hart ist, wie man hier sehen kann. Nur wenn ich mit der Maus drüber bin, dann taucht er sofort auf. Ich möchte das vielleicht ein bisschen einfacher machen. Also setze ich ihm jetzt hier noch eine Transition rein von, sagen wir, 300 Millisekunden. Und wenn ich jetzt drauf gehe, sieht man, jetzt taucht das Ganze wirklich sehr schön auf. Ja, jetzt möchte ich euch aber noch eine Erweiterung zeigen. Ich finde das immer ein bisschen langweilig, so ein braver Strich. Ich kann natürlich auch hier von mit Top arbeiten und dann hier 0 Pixel machen. Dann taucht er einfach oben auf. Vielleicht muss ich hier dann noch ein bisschen 10 Pixel setzen. Oder minus 10 Pixel besser gesagt. So, jetzt ist es schön oben. Natürlich kann ich das machen. Aber ich möchte, dass er ein bisschen schräg wird, also kann ich das natürlich auch noch machen. Und zwar setze ich jetzt einfach hier noch rein ein Transform, dann mache ich hier noch ein Rotate rein und mache einfach mal 10 Degree rein. Und ja, jetzt seht ihr, jetzt taucht er ein bisschen auf. Ich könnte das noch ein bisschen verschönern. Ich mache jetzt hier einfach mal die Height von, sagen wir, 30 Pixel. Aber man sieht jetzt sehr schön, jetzt verdeckt er ja die Wörter. Und damit ich das Ganze hier noch sichtbar ist, setze ich jetzt also hier dieses Background Color, diesen Hexcode in den RGBA-Code rum. Also ich kommentiere jetzt mal das kurz aus. So. Also kann ich hier jetzt auch wieder arbeiten mit Background Color und dann arbeite ich mit RGBA Code und das wäre mein Code 237.176.89.1. Also ihr wisst ja, die ersten drei ist RGB Farbe und 1 ist die Transparenz und wenn ich jetzt das nehme, sieht man keinen Unterschied. Wenn ich das jetzt aber ein bisschen reduziere, sage ich auf 0,6, ja, dann seht ihr jetzt, das Wort schimmert durch. Und das ist auch eigentlich eine sehr ungewöhnliche Markierung, die man für Links haben kann. Also mir gefällt das sehr, sehr schön. Und ihr seht, man kann hier wirklich dann sehr kreativ werden. Ich kann also hier wirklich mit Rotate arbeiten. Ich kann hier auch ein bisschen rumexperimentieren. Ich kann hier die Größe anpassen, die Breite. Wenn ich natürlich sage, ich möchte das nicht immer 0 haben, kann ich ja immer mit dem Start von, sagen wir, 10% anfangen oder 10 Pixel kann ich natürlich auch machen. Also ihr seht, hier habe ich wirklich viele, viele Möglichkeiten, wie ich mein Menü oder die Links hier ein bisschen kreativ designen kann.
Ja, mit so wenigen CSS-Befehlen kann man wirklich ein Menü ein bisschen anders designen, dass der Effekt ein bisschen anders aussieht als das ganz normale unterstrichene oder nicht unterstrichene Wort. Ja, wenn du noch eine Frage dazu hast, dann stell sie mir unten in die Kommentare. Denk daran, der Quellcode findet sich wie immer auch in meinem Blog. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss, damit, ciao.